Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Next Big Thing. Wir haben noch eine Glyphe reinzupacken hier beim Idioten-Orakel. Und das werden wir jetzt machen und gucken, was dann passiert. Du wolltest Symbölchen haben? Da hast du sie. Da hast du eine. 8 Hieroglyphen sehen meine Augen, sprach das Orakel. Nicht 7, nicht 4, nicht 3 und nicht... Können wir das nicht abkürzen? 2. Jetzt wirst du dich endlich den 5 Fragen in ägyptischer Syntax stellen. Oh nicht Gott. 1 und nicht 9, nicht... Warum siehst du mich so an, Schreiber? Komm endlich zum Punkt. Na denn, fangen wir an. Erste Aufgabe, zeig das Hauptverb im folgenden Satz. Was? Ich sag mal, Die Krumm. Schlecht. Katastrophale Antwort. Du wirst die Prüfung wiederholen, wenn du dich besser vorbereitet hast. Toll. Okay, es muss jemand uns Ägyptologie lehren. Komm her, du. Du kannst das ganz gut. Herrin. Sprich. Wie viel weißt du über Syntax? Wie wäre es mit etwas Nachhilfe? Ich bin sehr gut darin. Aber als Pharao wirst du die besten Lehrer ganz Ägyptens gehabt haben. Gnädigste. Amenophis. Wir nehmen Ducky. Den Gelehrten. Der muss es wissen. Na du? Erzähl mir was, Kamerad. Was Ducky angeht. Sag Ducky, er soll denken. Denk, Dummratze. Quack, 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 quack. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Was für ein Vers. Diese Reime. Etwas anderes. Bis dann. Bis dann, Kamerad. Tja, wer kann mir das dann beibringen? Durchgang verboten, Mensch. Du bist nicht befugt. Ich will doch nicht gehen. Wenn du wüsstest, wie schwer es mir gefallen ist, ihn dir zu überlassen. Ich betrete nie was über Balkone, Terrassen oder durch Fenster. Zumindest, wenn der Ehemann abwesend ist. Herrin. Sprich. Was würdest du mit mir tun, wenn ich nicht der wäre, der ich wirklich bin? Was für ein Typ. Glaub nicht, dass ich dich umbringen würde. Das beruhigt mich. Denk an deine empfindlichsten Körperteile und daran, wie gern du sie hast. Ich werde nichts hinzufügen, um deine Empfindsamkeit nicht zu verletzen. Ich bin ja so gut. Mich interessiert nur ein Thema. Du. Wer hat dich wieder zum Leben erweckt? Na, wer schon? Das Orakel der Schatten natürlich. Es war sogar in mich verliebt. Aha. Träumer. Aha. Du warst gestern bei der Preisverleihung, nicht wahr? In der Tat. Es war ein großer Erfolg, wie immer. Das Publikum liebt mich ab. Göttisch. Ich würde mich genauso abgöttisch lieben, wenn ich nicht ich wäre. Ich würde ja in alle Ewigkeit über dich reden, aber... Gnädigste. Amenophis. Pah, für mich ist sie nur ein Mordsweib. Sonst gar nichts. Muss nicht sein. Wer soll mir das jetzt hier beibringen? Ich meine, das Orakel, können wir ja mal reden, aber wahrscheinlich willst du bloß den Test machen. Mein halbes Gehalt, dass es bei der Syntaxprüfung irgendwo einen Trick gibt. Und die andere Hälfte, dass ich ihn finde. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeigt das Hauptverb im folgenden Satz.
das Not. Fehler! Ich werde dich nicht zum Buch der Toten bringen, bis du deine Syntax verbessert hast. Du hast erst mal gewonnen, aber irgendwo gibt es einen Trick und den finde ich noch. Aber welchen? Welchen Trick gibt es mit dem Hauptverb? Hierhinter finde ich jetzt erstmal nichts. Können wir das Ding wieder zumachen? Nee, ne? Ich fasse sie auf keinen Fall an. Nee, sollte ja nur zugemacht werden. Gute Frage. Gute Frage. Das ist so putzig da. Das Hauptverb. Das Hauptverb. Igitt. Ich glaube, nichts ist mir ekliger. Das Hauptverb. Was könnte das sein? Das Hauptverb. Ich finde das immer noch kultig hier. Na du? Na, Kamerad? Was Ducky angeht, ist er zu irgendetwas zu gebrauchen? Keine Geringschätzung, Kamerad. Hier sind wir alle Proletarier. Es gibt rollerfahrende Papageien, tanzende Bühnen. Okay, das hatten wir. Sag Ducky, er soll denken. Denk, Dummbratze. Quack, quack, quack. Okay, okay. Okay, okay, okay. Und singen Sag hören wir Ducky, nichts. Er soll singen. Sing, Dummbratze. Ja. Ich kann es nicht wegdrücken, er singt nicht. Ist wahrscheinlich in der deutschen Version nicht verfügbar. Genauso wie sie bei Monkey Island 3 komplett einen Song mit Rätseln rausgekickt haben. Etwas ja. anderes. Bis dann. Bis dann, Kamerad. Ja, ich bin gerade überfragt. Ich bin wirklich überfragt. Wenn sie jetzt hier nicht nochmal irgendwas hat für mich. Herrin. Sprich. Komm schon, überlass mir das komische Collier. Niemals, Amenophis. Ich werde dir viele Dinge geben, aber nicht das. Nie. Gnädigste. Amenophis. Tja, ich probier's doch mal, aber... Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. Die Schlacht. Hinfort mit dir. Prüfung nicht bestanden. Der ist irre, aber leider auch die Lösung zu einem Teil meiner Probleme. Ich versteh's nicht. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. Hatte ich schon. Die End. Was für eine Antwort ist das denn? Du hast erst mal gewonnen, aber irgend... Ja, aber was für ein Trick gibt es? Ich bin bereit. Kann man da irgendwie... Mal, die krummen Striche, die sind gar nicht da. Die krumm... Schlecht. Komm. Warte mal, die waren gar nicht da. Ich bin bereit. Erste auf. Kaputte Auge, Schlange. Die Ente ist nicht da. Krumme Striche sind nicht da. Das Schuss. Katastrophe. Du hast erst mal ge. Hä? Ich bin bereit. Erste auf.
kein Schoßhündchen. Ich glaube, weil wir das Rätsel noch nicht kennen. Das Not nicht. Zweite Aufgabe. Oh, was? Zeigt den Akkusativ im folgenden Satz. Die Schlag. Schlecht. Katastrophal. Moment. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe. So, das war das allererste Ding, war das gewesen. Ich mache mal jetzt nochmal das Notausgangsschild. Das Not. Nicht schlecht. Zweite Aufgabe. Okay. Zeigt den Akkusativ im folgenden Satz. Die End. Fehler. Du hast erst... Ich bin bereit. Erste Aufgabe, zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. Okay, das kriege ich jetzt noch hin. Warum ist jetzt hier nicht das Notausgang drin? Das kann... Hinfort mit dir! Ist doch albern. Dan bestand die Syntaxprüfung erst, als er genau aufpasste, in welcher Position die Hieroglyphen erschienen und konnte auf diese Weise seine Gedanken ordnen. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. Wenn ich richtig liege, ist es die Spirale. Was wir nicht haben, was als Zielscheibe wahrscheinlich gilt. Nicht schlecht. Zweite Aufgabe, zeigt den Akkusativ im folgenden Satz. Akkusativ wäre 4, ne? Ja. Aber das Auge haben wir nicht. Oder die Ente, zweite Aufgabe. Die Ente. Was für eine Antwort ist... Du hast erst... Okay. Ich bin bereit. Her mit der... Also wenn ich richtig liege, ist immer das Hauptverb an erster Stelle. Ente. Die Ente steht nicht drin. Das Not. Nicht schlecht. Zweite Aufgabe. Hä? Zeigt den Akkusativ im folgenden Satz. Das Not. Gut. Eine kluge Wahl. Dritte Aufgabe. Welche Hieroglyphe bezeichnet den Kern des Subjektes in diesem Satz? Ich habe kein... Die Krumm. Gut. Weder exzellent noch schlecht, weder heiß noch kalt, sondern gut. Vierte und vorletzte Aufgabe. Eine der folgenden Hieroglyphen darf nicht im Passiv konjugiert werden. Welche? What? Was hat das mit Reihenfolge zu tun? Die Schlag. Schlecht. Oh. Erste Aufgabe. Zeig das Hauptverb. So, da. Notausgang. Das Not. Nicht schlecht. Zweite Aufgabe. Zeig. Ich weiß gar nicht, was ich da. Da habe ich, glaube ich, auch Notausgang, aber das geht nicht. Die Ente. Die Ente. Katastrophe. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid, ich verstehe es nicht. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe. Das Not. Nicht schlecht. Zweite Aufgabe. Zeigt den Akkusativ im Vor... Das wäre das vierte Symbol. Das ist der Hund, das Schoßhündchen. Das Schoß. Schlecht. Ey.
Ich verstehe es nicht. Kriege ich noch mal einen Tipp, bitte? Dan bestand die Syntaxprüfung erst, als er genau aufpasste, in welcher Position die Hieroglyphen erschienen, und konnte auf diese Weise seine Gedanken ordnen. Toll. Hilft mir überhaupt nicht weiter. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeigt das Hauptverb. Ja. Hauptverb. Es ist immer noch Notausgangsschild. Das Not. Fehler. Ich werde dich nicht zum Buch der Toten bringen, bis du deine Syntax verbessert hast. Du hast erstmal gewonnen, aber irgendwo... Was? Oh, jetzt bin ich aber schockiert. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. Das Not. Nicht schlecht. Zweite Aufgabe. Zeigt den Akkusativ im folgenden Satz. Das Not. Hinfort mit dir. Prüfung nicht. Ich raff es nicht. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe. Das Not. Nicht schlecht. Zweite Aufgabe, zeigt den Akkusativ im folgenden Satz. Das Kap... Was für eine Antwort. Du hast... Ich komme gleich wieder. So, probieren wir es doch mal. Ich glaube... Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeigt das Hauptverb im folgenden... Ja. So, partiell stimmte das schon. Es geht hier meines Erachtens um die Reihenfolge, wie es hier steht und hier steht. Das heißt, wenn es ein korrespondierendes Symbol gibt an x-ter Stelle und an der x-ten Stelle gibt es hier auch was, sollte es das Problem lösen. Kein Auge, kein Notausgang, keine krummen Striche, keine Ente, ein Schoßhündchen. Das Schoß. Nicht schlecht. Zweite Aufgabe, zeigt den Akkusativ im folgenden Satz. Schlange haben wir nicht, Weibsbild nicht, Zielscheibe nicht, Notausgang nicht, kaputte Augen nicht, aber die krummen Striche haben wir. Die krumm. Gut, eine kluge Wahl. Dritte Aufgabe. Welche Hieroglyphe bezeichnet den Darauf muss er erst mal kommen. In diesem Satz? Zielscheibe nicht, Schlange nicht, kaputte Auge nicht, krumme Striche nicht, Weibsbild und Hörner nicht, das Schoßhündchen. Das Schoß. Gut. Weder exzellent noch schlecht, weder heiß noch kalt, sondern gut. Gut. Vierte und vorletzte Aufgabe. Eine der folgenden Hieroglyphen darf nicht im Passiv konjugiert werden. Welche? Weibsbild nicht, Ente nicht, Krummstriche. Die Krumm. Erstaunlich. Du hast dich nicht durch die substantivische und adjektivische Dualität des beirren lassen. Ich höre pure Mathematik. Du redest mit Dan Murray. Entspann dich. Fünfte und letzte Aufgabe. Welche Hieroglyphe leitet den untergeordneten substantivischen Nebensatz ein? Mhm. Ente nicht, Krummstriche nicht, Schoßhündchen nicht. Kaputte Auge nicht? Notausgangsschild. Das Not. Prüfung bestanden. Wie hast du das Tja, gemacht? Können. Ich habe eben aufgepasst, ja. Erklärte Dan. Die Antwort war in allen Fällen die Hieroglyphe, deren Position sowohl auf den Täfelchen als auch in den äußerst beeindruckenden Sätzen, die ich zur Auswahl hatte, übereinstimmte. Welche Sätze? Vergiss es. Mein Leben ist viel komplizierter, als du es dir vorstellen kannst. Und jetzt, her mit dem Buch vom Sensemann. Ja, klar doch. Hier, nimm. Ich kann diese Viecher nicht ausstehen. Hast du mir nichts Schlimmeres zu geben? Das ist ein Weibchen. Das ist der Schlüssel zum Zimmer mit dem Buch der Toten. Na gut, ich werde mich zusammenreißen. Es befindet sich in... Nein, ich kann sie nicht so fallen lassen. Ich liebe sie. Habe ich dir schon gesagt, dass du ein Schwarzseher bist? Gib das wieder her. Darauf kannst du lange warten. Wo ist das Buch? Das werde ich dir niemals verraten. Nie.
Ich kann dir nicht helfen, sie zu vernichten. Mein Herz, meine Freude. Wie viele Jahrtausende liebe ich sie schon? Weder 7, noch 8, noch 12, noch 1, noch 13, noch... Viel Spaß noch. Ich weiß, wo... Ich weiß, wo... Ist ich hoffe... Ist alles kitschig hier. Kaum zum Aushalten. Aber am schlimmsten ist, dass dieses hirnverbrannte Orakel mich mittendrin allein gelassen hat. Ach, du hast keine mich... Keine Ahnung, wo das Buch der Toten ist, aber mein halbes Gehalt, dass ich es mit diesem Viech finden kann. Ja, und zwar ist das was? Irrtum. Das ist kein Skarabäus. Es ist ein Skarabäus-Weibchen. Wenn ich mich mit irgendwas auskenne, dann mit Frauen. Und das hier sind alles Männchen. Das brauchen wir aber nicht jetzt. Das Puzzle hat lange hingehalten. Aber wir haben es ja gelöst. Was ist das denn? Riesige Statuette hier draußen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Euer Firefox.